Hier, nimm noch einen Pfeil. Davon habe ich noch ein paar. Also eigentlich habe ich keine mehr, aber hinter mir gibt es genug Material, um neue zu machen. Zack. Ja, sind nochmal zwei Stück fertig. Ach, da bist du ja schon wieder, mein Freund. Und tschüss. Du kommst hier nicht rein. Ist jetzt wieder ein bisschen entspannter. Aber nur, weil ich wirklich von Anfang an auf Hauptquartier verteidigen gegangen bin. Ne? Ansonsten hätte ich keine Chance gehabt, überhaupt so lang zu leben. Wo ist denn das Vieh? Ah, ich wusste doch, dass ich es gehört habe. Ich sehe es zwar nicht, aber ich höre es. Weißt du, du könntest schon ruhig ein bisschen weniger aushalten. Zelda 1500 Feinde besiegt. Zelda ist ganz toll. Zelda schafft es allerdings nicht, den Brentle Floss zu besiegen, weil der Brentle Floss unverwundbar ist. Oh, ein Stoßtruppenhauptmann. Ihr kriegt echt noch Stoßtruppen? Und die wollen ausgerechnet hier durch? Das hätte ich mir anders überlegt, Leute. Also ganz ehrlich, ich hätte mir einen anderen Weg gesucht. Hui, hui und, naja, mehr hui. Lass ich gar nicht erst auf den Boden kommen und dann ist das okay, oder? Und da ist nochmal ein Pfeilchen. Die anderen Truppen haben Verstärkung erhalten. Weil ich ihre letzten Verstärkungen innerhalb von 2 Sekunden ausgeschaltet habe. Und irgendwie muss man das ja wieder ausgleichen, ne? Hör auf mit dem scheiß blöden Mumie. Wenn nicht so super stabil, wäre das hier einfacher. Aber ich kann auch nichts dagegen machen, dass sie so stabil sind, ne? Es ist halt, wie es ist. Okay, vielleicht kann ich damit ein bisschen was reißen. Ja, irgendwo gibt es bestimmt einen Laden, wenn ich den erobern würde oder so, dann wären die Gegner schwächer oder was. Irgendwas in der Richtung. Aber ich weiß nicht, welcher Laden das sein soll. Stufe erhöhen. Und dann kriege ich auch wieder volle Specials, das ist gut. Dann kann ich nämlich wieder den hier machen. Was mal wieder voll in die falsche Richtung geht, aber... Okay, das dürfte dich töten. Und diesmal schieße ich in die richtige Richtung. Geht doch. Mission erfolgreich? Yep. Voller Erfolg. Es ist offensichtlich, dass das Glück uns hold war. Das hat mit Glück überhaupt nichts zu tun. Ich habe deine Inkompetenz kompensiert, indem ich irgendwie alles niedergemetzelt habe. Das hat mit Glück gar nichts zu tun, Fei. Ich werde noch zum richtigen Ober-Fei-Hasser. Ja, darfst mal eine Runde pausen, Zelda. Das gönne ich dir. Hast ausnahmsweise was richtig gemacht heute. Puh. Okay. Ja, also wenn ich nicht so viel Schaden genommen hätte, hätte es sogar noch für einen A-Rang gereicht. Ich meine, von der Zeit hatte ich noch eine ganze Sekunde. Also falsch, eine Sekunde mehr und es hätte nicht mehr für einen A-Rang von der Zeit gereicht, aber immerhin. Gut, ein Haufen Scheißwaffen, die nichts bringen, sehr gut. Und ein Haufen sinnlose Materialien, die nichts bringen, auch sehr gut. Und damit wäre diese katastrophale Mission tatsächlich abgeschlossen. Und ich sag mir bitte nicht, dass ich einen A-Rang brauche, um dorthin weiterzugehen, wo es hier weitergeht. Natürlich brauche ich einen A-Rang, was gäbe es denn hier? Natürlich eine Waffe für Link. Okay, da ich keinen A-Rang habe, komme ich dort nicht weiter. Und damit ist die Ecke für mich abgeschlossen. Gehen wir wieder auf die andere Seite, so wie sich das gehört. Da gibt es nämlich auch noch Zeugs zu tun. Zum Beispiel hier. Da gäbe es was zu suchen und dann gäbe es für Ruto was zu finden. Okay, eine von den beiden Statuen kann man verschieben. Ich weiß aber nicht welche. Die rechte. Dann schieb mal. Jupp, das war logisch und sinnvoll kombiniert, Sherlock. So, und jetzt kann ich hier für Ruto eine Stufe 2 Waffe erbeuten. Will ich das? Ruto ist noch so schwach. Begrenzt auf Ruto, Krieger des Wassers. Leute, ich sehe es kommen, eine absolute Katastrophe. Wow, ich habe echt die ultimativen Hammerwaffen. Lumafen sagt die ganze Zeit, Ruto würde mir gefallen. Oder würde mir garantiert gefallen. Und überhaupt sowieso. Bin mal sehr gespannt, aber ich hab Schiss. Ja.
Ruto ist im Level zu niedrig, hat keine vernünftigen Waffen und eigentlich auch zu wenig Lebensenergie. Das heißt, wenn das hier scheiße läuft, bin ich innerhalb von Sekunden tot. Nach oben gehen wäre nicht so gut, weil links irgendwie starke Leute stehen. Oben sind zwar auch starke Leute, aber gar. Okay, aber irgendwo muss ich ja wohl anfangen. Ja, das haben wir schon öfters gesehen, wenn Ruto unser Gegner war. Okay, aber kannst du auch irgendwas, was irgendwie auf die Leute zugeht und einen Haufen Schaden macht? Bis jetzt ist das ja nicht so das, was ich mir vorstelle. Warum bewegst du dich eigentlich nicht, wenn ich die ganze Zeit laufen drücke? Das gibt's doch nicht. Bleibt die einfach hier stehen und macht nichts. Macht irgendwelche komischen Wasserspiele. Ich befürchte, die Mission ist nicht so optimal, um zu lernen, wie man Ruto spielt. Hör auf rumzustehen, Frau, beweg dich. Ich mach das nicht absichtlich, die bewegt sich einfach nicht. Hör auf, irgendwelchen Blödsinn zu machen, der ist doch schon tot. Ich weiß nicht, was mir an Ruto gefallen soll. Ich mache mir da gerade ernsthaft Sorgen. Okay, ich habe keine Ahnung, was für ein Special sie hat, also viel Glück. Triff irgendwas. Ja, die Flaschen-Special ist schon mal nicht schlecht. Und es macht Wasserschaden, sodass die Gegner verbessert sind. Also der Angriff hier ist schon cool, aber wenn Ruto damit fertig ist, kann sie sich 100 Jahre nicht bewegen. Ihr seht es gerade, ne? Also, keine Ahnung, was sie da nochmal für einen komischen Wassertanz hinterher schiebt, aber der bringt's nicht. Beweg dich, Frau. Beweg dich. Beweg dich. Also eine verheerende Treffermission mit Ruto wird wirklich verheeren. Das war extrem cool. Hat aber extrem wenig gebracht. Gut. Ein Problem weniger. Ey, ich bin mir jetzt noch nicht so ganz sicher, was mir an Ruto gefallen soll. Sie ist arschlangsam und kann sich nach der Hälfte ihrer Angriffe nicht mehr bewegen. Und sie hat eine seltsame Art, loszurennen. Nee, hier rum sind noch starke Leute. Ich gebe dir das mal und hoffe, dass sich das ein bisschen ernsthaft schädigt. Fragezeichen. Und ja, musste ich hier eigentlich einen Aran kriegen für die Waffe? Ich glaube schon, ne? Das ist eine schlechte Voraussetzung. Ja, und da steht man da mittendrin und kann sich nicht bewegen, ne? Also, wow, was hat den gerade getroffen? Was war das gerade für ein Angriff? Und wie habe ich denn gemacht? Ich konnte mich nicht mal bewegen, also wie habe ich das gemacht? Irritierend. Ja, aber es ist wirklich schlimm. Man macht sich dermaßen zur Zielscheibe mit Ruto. Das ist ganz, ganz, ganz schlecht. Man steht nach einem starken Angriff da und bewegt sich keinen Millimeter mehr. Oh. Okay. Das war zugegebenermaßen gar nicht so schlecht. Der Befestiger hat das Schlachtfeld verlassen. Was auch immer ein Befestiger ist. Hey, der hat mich nicht getroffen, obwohl ich direkt an ihm war. Cool. Er konnte mich nicht paralysieren. Praktisch. Und er konnte mich schon wieder nicht paralysieren, obwohl ich direkt an ihm dran war. Das irritiert mich unwahrscheinlich, aber es ist praktisch. Zweifellos. Zweifellos. Sag jetzt nicht, der war außer Reichweite. Ich hasse dich. Okay, der ist hinüber. Noch jemand? Freiwilliges? Oh, Stoßtruppen. Stoßtruppen, Stoßtruppen. Mehr Stoßtruppen. Stoßtruppen kann man nie genug haben. Ich verstehe den Angriff nicht. Ich kann nicht mal sagen, was Ruto da eigentlich genau macht. Aber okay. Und hinterher kann sie sich nicht bewegen. Das ist zum Kotzen. Ich wiederhole mich, ich weiß. Okay. Ein Problem weniger. Die können mich schon mal nicht mehr so schnell platt machen. An mein Hauptquartier kommen sie so leicht nicht. Das Gebiet hier muss ich zwar nicht erobern, aber es ist da und es ist das Gefährlichste, weil von hier aus die Gegner direkt durchstürmen können in Richtung Hauptquartier. Ich wünschte, ich wüsste, wie ich den Angriff hier mache. Ich kann mich zwar auch nach dem Angriff nicht bewegen, aber ist egal. Oh, ich kann dann Wasserbälle schießen. Ah, das war das, was ich da vorhin gemacht habe. Okay, wie mache ich das jetzt nochmal? So nicht. Doch, das war's. Okay. Müssen wir das unbedingt merken. Und jetzt umdrehen. Dreh dich um, dreh dich um. Dreh dich doch schneller um. Und jetzt Feuer. Also nee, Wasser. Wenn sie sich ein bisschen schneller umdrehen würde, wäre das hilfreich. Aber ansonsten ist es ein cooler Angriff hier. Was ist los? Die Festung ist unser. Hat da nicht gerade eben noch jemand rumgeheult, dass irgendwas kaputt ist? Naja, ist egal. Vorposten ausschalten. Ich müsste unbedingt mehr Schaden machen.
Das gibt's nicht, dass ich so einen normalen Vorposten-Hauptmann so oft treffen muss, bis er mal tot ist. Müsste hier nicht eine Tür sein? Ne, hier ist keine Tür. Scheiße, aber ich muss das Gebiet erobern. Und auf der anderen Seite ist auch ein Gebiet, das ich erobern muss. Da gibt's nämlich eine Fee. Warum sind hier so viele Gegner, die mir nicht angezeigt werden? Naja, jetzt sind es ein paar weniger. Ah, cool. Das kann ich auch so machen. Das hat mit dem Angriff gar nichts zu tun. Ich muss dafür nur X drücken. Okay. Und sie bricht das ab, wenn ich Rennen drücke. Und dann braucht sie so lange für irgendwas weiteres zu machen. Ich glaube, langsam kapiere ich. Ich darf dann also nicht Rennen drücken, sondern ich sollte einfach den Angriff machen. Und dann wäre ich schneller wieder, wirklich. Ja, genau das sollte ich nicht machen. Wunderbar. Und genau das wollte ich nicht machen. Sowas aber auch. Okay, gib mir einen Kommentar. Langsam komme ich ein bisschen klar mit Rufo hier. Also, es wird. Und ja, es fängt ein bisschen an, mir zu gefallen. Aber nichts überstürzen. Es könnte noch alles zur Katastrophe werden. Katastrophen sind im Preis mit drin. Nimm die Truhe. Nimm die Truhe, Frau. Ist doch gar nicht so schwer, das Ding aufzumachen, oder? Tja. Hat eine geile Augenfarbe, die Frau, ne? Passend zu den Ohrringen. Oder umgekehrt, die Ohrringe sind passend zu den Augen, ich weiß es nicht. Und wenn sie nicht so einen komischen Fischkopf hätte, dann wäre sie vielleicht sogar einigermaßen attraktiv, wer weiß. Aber ja, ich finde es übrigens sehr interessant, wie sie über Land schwimmt. Das hat was, das machen sonst auch nicht viele Leute. Jedenfalls keine, die ich kenne. Gut, ich kenne an sich auch keine Zoras, aber ja, ich meine ja nur. Dass das jetzt so schnell geklappt hat, ist seltsam, oder? Sonst brauchen diese verzauberten Gegner 1 Milliarde Treffer, um zu sterben. Und der jeweils mit 2 Treffern tot. Wie geht das? Nein. Habe ich den Vorposten hier eben nicht gerade freigeräumt? Ich erinnere mich da an was. Die Welle sollte nach links gehen. Ich habe sogar noch versucht, mich zu drehen. Es hat nicht geklappt. Sehr schön, das hat echt was gebracht. Ich bin ein bisschen begeistert von dir, Rufo. Wow, was war denn das für ein Angriff? War das YYX? Ja, Ralf hat's besiegt. Wow. Also, man muss der Frau lassen, was sie kann, das kann sie schon so ein bisschen. Unten geht irgendwie der Punk ab, da sollten wir auch mal noch ein bisschen aufräumen. Aber erstmal den Vorposten hier ausschalten. Genau, dann kriegen wir noch ein bisschen Verstärkung. Und jetzt zu euch, was läuft denn hier rum? Ein Stoßtruppenhauptmann oder so. Und Wasser Marsch? Falscher Wasserangriff, aber okay. Passt schon. Und jetzt schießen. Bumm. Langsam kapiere ich's. Nach einem starken Angriff immer erstmal Wasser schießen. Genau. Immer noch extrem verheerend für verheerende Treffermissionen. Aber dann sollte man vielleicht einfach solche Angriffe auslassen. Und nach links drehen. Achso, diesmal nicht. Okay, keine Schüsse. Meinetwegen. Aufwärts bitte. Da gibt's noch was zu erobern. Und dann hätten wir hier unten alles unter unserer Kontrolle. Ich bin fast ein bisschen überrascht, aber im Gegensatz zu anderen Missionen machen die es mit dem Mund auch extrem leicht, oder? Also, seien wir mal ehrlich. Bei anderen Missionen wäre ich jetzt schon 10-mal im Hauptquartier angegriffen worden. Oder noch öfters, oder das Hauptquartier wäre schon längst gefallen. Aber hier gehen sie ganz langsam und behutsam ran. Wahrscheinlich, weil es eine Einsteigermission für Ruto sein soll oder so. Wir kriegen ja hier auch eine Stufe 2 Waffe, also muss es irgendeinen Grund geben. Es muss einfach eine Möglichkeit geben, die Gegner zu besiegen mit Ruto. Auch wenn sie noch ein niedriges Level hat, weil man sie gerade erst gekriegt hat. Und auch wenn sie noch keine vernünftigen Waffen hat, weil wie soll sie vernünftige Waffen haben, wenn wir hier erst eine Waffe kriegen? Es ist alles durchaus ein bisschen sinnvoll. Okay, nachdem jetzt hier unten alles in meiner Kontrolle ist, können wir ohne Probleme angreifen gehen. Das ist gut. Weil, ja, wenn die jetzt angreifen wollen, müssen sie an mir vorbei. Gut, es gibt 2 Wege, okay, zugegeben, aber nehmen wir es nicht so genau. Was für eine Fee habe ich eigentlich? Ich kann leider nicht erkennen, was das darstellen soll. Muss ich damit nach rechts oder muss ich nach links? Ich glaube, ich gehe erstmal nach rechts und hoffe, dass das einfach richtig ist, damit ich die andere Fee, die dort ist, erobern kann. Und mit der kann ich dann hoffentlich in das andere Gebiet eindringen, ohne dass ich Schaden kriege und dann sei es gut. Meine Stoßtruppen rennen hier drin rum, als würdest du mich stören. Mich hätte es aber gestört, wenn ich die Fee nicht benutzt hätte. Kravusch!
Und nochmal Krawusch. Und nochmal Krawusch. Achso, das ja, ist auch gut. Müsste das Ding jetzt nicht fast mir gehören? Ich habe doch gerade irgendwie eine Million Gegner hier drin gekillt, oder? Das ist die Lachsattacke oder so, was ich da gerade mache. Könnt ihr nicht mal einen Anführer auftauchen? Hier lebt doch praktisch schon gar nichts mehr. Hallo, Festungskommandant. Auf dich habe ich gewartet. Schön, dass du es auch nicht geschafft hast. Und schön, dass du tot bist. Dafür kriege ich meine Fee und ich lasse dich in Ruhe ab jetzt. Ah, mehr Gegner. Dann kann ich noch mehr Wellen machen. Ich habe mir das anders vorgestellt. Und die sind auf Angriffskurs. Beweg dich, Ruto. Nein, nicht den Scheiß machen. Bewegung. Ich will die doch abfangen, bevor es zu spät ist. Okay, von unten. Und Welle. Das ist die perfekte Welle. Ja, ganz schlecht, aber ich weiß. Es ist schön. Ja, ich gebe zu, mittlerweile gefällt mir Ruto. Hat zwar jetzt leichte Anlaufschwierigkeiten gehabt, aber wow, die Frau kann schon ein bisschen was. Vor allem das kann sie gut. Und das ist ein echt extrem geiler Angriff. Was ist mir gerade passiert? Bin ich paralysiert? Was hat mich paralysiert? Ist was hinter mir? Ich habe gar keinen Paralysierungsangriff gesehen. Wow, ich wollte den anderen Geist anvisieren, der direkt vor mir war und nicht der irgendwie an mir vorbeifliegt. Pff, ich glaube, die Gegner wissen gar nicht, was sie machen sollen, wenn ich den Angriff mache. Verdammt, und das sollte ich übrigens unterlassen. Hier, nehmt nochmal ein Special. Ich hoffe, das tut euch richtig weh, weil ich kann mich nicht um alles gleichzeitig kümmern hier. Okay, du hast das echt überlebt. Ich bin enttäuscht. Also nicht von dir, sondern von Ruto. Und sterbt! Ja, tanz noch eine Runde, ist okay. Bei Fei ist das scheiße, aber bei dir sieht es schön aus. Und stirb! Ob er das Wasser auch paralysieren kann? Und nochmal eine Runde. Wer will noch nicht? Nee, wir haben noch nicht. Wer will nochmal? Eine Runde Wasser für alle. Wieso sind da schon wieder Stoßtruppen in dem Laden, den ich gerade eben erobert hatte? Und wieso sind da Truppen, die es irgendwie zu meinem Hauptquartier schaffen? Also falsch, runter zu meinen Zeugs. Ich habe gedacht, ich hätte hier alles an der Treppe aufgehalten. Wo kommen die her? Jetzt mal ohne Scheiß, wo kommen die her? Gehen wir die erstmal aufhalten. Ihr wollt mir wohl nicht erzählen, dass die links rumgelaufen sind, um hierher zu kommen und da tatsächlich durchgekommen sind, ohne irgendwie in Kämpfe verstrickt zu werden oder sonst was. Und das in so kurzer Zeit, ohne dass ich es bemerke. Die sind garantiert hier unten irgendwo gespawnt. Würde ich dem Spiel zutrauen, dass es so unfair ist. Und einfach Gegner direkt vor meinen Leuten spawnt, obwohl sie da gar nicht sein dürfen. Flammen gibt doch besiegt. Oder irgendwie gibt doch besiegt, was auch immer. Komischer Angriff. Das war übrigens die pure Y-Kombo. Nur um es gesagt zu haben, aber ja. Also die Welle finde ich immer noch extrem genial. Guter Angriff, guter Angriff. Zack, zack. Wellen sind praktisch bei Ruto. Die räumen richtig auf, ja. Schafft ihr den Rest ohne mich oder muss ich das auch noch erledigen? Ihr müsst das jetzt ohne mich schaffen, weil... Hier kommt schon die Verstärkung von der Verstärkung. Die Verstärkung gekriegt hat. Ah, ich bin schon wieder im Schießmodus aus Gründen, die ich nicht verstehe. Okay. Gut, daneben kommt auch schon wieder Verstärkung von der Verstärkung. Die Verstärkung für die Verstärkung war. Finde ich gut. Die 12. Verstärkung hintereinander. Aber das macht nichts. Ich schalte euch alle aus, okay? Und Feuerball. Nee, Wasserball. Wusch. Also das ist echt extrem praktisch. Ein richtig geiler Fernangriff, der tatsächlich funktioniert und der was bringt. Man muss nur erstmal kapieren, dass man nicht versuchen darf, wegzurennen an der Stelle, weil dann passiert gar nichts. Dann steht es nur da rum, macht nichts. Und nach einer Ewigkeit geht es dann los, aber dann hat man den extrem starken Fernangriff eigentlich komplett verschwendet. Zack. Zack. Ja, extrem geil. Oh, die hatten die gar nicht eingenommen? Ich habe euch gedacht, die hätten die eingenommen, weil
Hier waren nur noch Gegner zu sehen und keine Verbündeten mehr, aber okay, dann halt nicht. Meine Festung. Vorposten, dich schalten wir auch noch aus. Wenn ich dich irgendwann treffe. Wie viel Zeit haben wir noch? Keine. Okay, dann ist es egal. Dann kann ich ruhig darüber gehen und die Fee einsammeln. Weil einen A-Rang kriege ich so oder so nicht mehr, weil ich zu langsam bin. Das heißt, die Waffe kann ich auch vergessen. Na toll. Sehr gut. Ja, aber dann ist es egal, wie wir weitermachen. Dann können wir auch gucken, ob es da nicht noch eine Truhe gibt oder so, die wir einsammeln sollten. Kannst aufhören, Ruto. Danke.